Der Sigi, Mirko und ich werden jetzt nochmal einen 3000-Schuss-Test machen mit der alten Soraki 918, zu der wir schon mal einen Schusstest 2014 gemacht haben mit 1500 Schuss. Die Waffe hat jetzt insgesamt 1700 Schuss bis 1800 Schuss runter. Das heißt, nach den 3000 Schuss, falls sie das überleben sollte, wird sie dann knapp 5000 Schuss runter haben. Ich hoffe, dass sie das überleben wird. Oder wir hoffen, dass sie zumindest das überleben wird. Und die Seriennummer, die kann man auch im ersten Video sehen. Richtig, genau. Das ist einmal diese hier. Jo. Abzug. Ah, ich hole mir gleich noch die Handschuhe. Ja, gut. Ich glaube, du musst jetzt Handschuhe haben. Jetzt, wenn jetzt zwei Magazine durchhaust. Hast du recht, ja. Ey, der, ist ja heiß. Ja, das ist es ja. Okay, nee, komm. Pack noch mal da rein. Ah! Kein einzigen Klemmer bis jetzt. Achtung, Klemmer, du hast einen Klemmer. Da ist noch was drin im Magazin. So, hab ich nicht gemerkt. Ja.
Ja. Ja, so wie ich. Der wievielte Durchgang? Der siebte müsste der das siebte, jetzt sein. Ja. Der siebte Durchgang. Neunter Durchgang. Ja. Finger.
wären wir bei 1000 Schuss, ne? Jo. Und immer noch nichts getroffen da hinten. Ich treffe das Ziel nicht. Ja, versuche jetzt nochmal abzuschlagen. Ja, das war wohl ein hartes Sandhütchen oder sowas. Ja. Kein Problem. Immer bei mir. Immer bei mir. Einmal kurz hinten nach hinten ziehen. Einfach nur nach hinten ziehen. Genau. Nochmal nach hinten ziehen. Das kann doch nicht wahr sein. Ja. So, jetzt. Die Faxen dick hier. Oh, V2 Silber, 11. Durchgang. Oh, stopp. Entweder liegt es am Schlagbolzen oder an der Muni. Ich glaube, der Schlagbolzen ist hin. Ja. Warte mal. Entladen. Dreh mal um. Ja, sieht okay aus. Kannst weitermachen eigentlich. Okay. Das ist die Muni. Ich pack die jetzt nochmal mit rein. Die ist zwar angeschlagen, ja, aber nicht. Mit rein. Ich hab auch noch, ja okay, die drei kannst du auch noch mit reinnehmen. Boah, da ist doch fast voll. Läuft die Kamera noch? Ja, ja, klar. Warte, Moment mal. Okay, das ist ja hier noch rein. Nee. Ja, die werden wir wohl nicht mehr wiederfinden. Spann mal nur den Hahn und nochmal. Spann mal nochmal den Hahn. Drück nochmal ab. Ich glaube, jetzt die Knarre im Arsch. Tja. Der wird innen gebrochen sein. Weiter. Vielleicht die Munition. Das war jetzt die V2 ja, Silber. Ja, genau. Ja. Okay. Müssen wir reinigen, die Leute. Black Mamba. Ja, läuft. Jo. Thank you.
Mann frei mit dem Black Mamba, ne? Mhm. Die V2 machten eben Probleme. So, und das letzte. Brauchst du nicht. Black Mamba. Black Mamba, ja. Jo. Jungs, das sind die Kartuschen. Das sind die Kartuschen, die dazwischendurch nicht. Also im Prinzip ist das Patronenlager innen, das Rohr zumindest nach vorne gerutscht. Ja. Um einen Millimeter, würde ich sagen. Ja. Nicht. Das ist. Dadurch hat sich auch der Huckel da vorne gebildet. Genau, den kann man vielleicht auch nochmal schön zeigen. Ja, da sehe ich schon, ja. Und das Patronenlager, was noch ganz ist. Mhm. Ja. Dann ist sie gefrackt. Ja. Wer keinen Bock hat, sich das ganze Geballer anzugucken, dem werde ich jetzt nochmal eben den ganzen Vorgang bis hierhin beschreiben. Und zwar haben wir mit 6 Magazinen geschossen, pro Durchgang also 100 Schuss. Und zwischendurch haben wir die Waffe gekühlt, aus Zeitgründen, da wir auf einem Schießstand geschossen haben und man natürlich dafür Geld bezahlen muss, haben wir die Waffe nicht luftkühlen können, so wie beim ersten Test, sondern haben sie dummerweise, das war glaube ich eine Fehlentscheidung, mit Eis gekühlt am Anfang und am Ende hat sich aus dem Eis ein kleiner See entwickelt, aus Eiswasser, wo die Waffe drin reingeschmolzen ist. Und dadurch haben wir die Waffe dann letztendlich auch geschrottet. Das ist zumindest meine Vermutung. Hätten wir die Waffe luftgekühlt, zum Beispiel mit Pressluft, diese 3000 Schuss, die wir dabei haben oder hatten, auch verschießen können, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich werde euch das jetzt gleich nochmal eben alles zeigen. Also bis zum vierten Durchgang, also bis 400 Schuss, hatten wir eigentlich keine Probleme. Wir haben die ersten, 500 Schuss mit
Codex-Munition verschossen. Erster Durchgang war kein Klemmer, zweiter war kein Klemmer, dritter Durchgang war kein Klemmer, vierter Durchgang bis 400 Schuss waren keine Klemmer. Und Sigi hat dann leider die Waffe etwas falsch gehalten, sage ich mal. Normalerweise muss man eine Pistole oder kann man sie so halten. Er hat halt den Drang dazu, den linken Daumen ja, vertikal nach oben zu halten und mit der rechten Hand und dem rechten Daumen dann den linken Daumen zu umschlingen. Und dadurch drückt er natürlich den linken Daumen hier gegen den Verschlussfang. Und dadurch hat er die Waffe dann ein paar Mal halt unbewusst in diesen Verschlussfang gebracht und der Schlitten ist hinten stehen geblieben. Es waren also keine Klemmer, sondern eine Fehlbedienung. Deswegen hat die Waffe bis 1000 Schuss eigentlich super funktioniert. Also sie hätte die 1000 Schuss ohne einen einzigen Klemmer, ohne Zuführstörung oder Auswurfstörung überstanden. Ab 1000 Schuss hatten wir dann den ersten Fehlzünder. Das war im 10. Durchgang. Und er hat dann im 10. Durchgang auch noch einmal, glaube ich, oder zweimal den Verschlussfang wieder fälschlicherweise aktiviert gehabt, wegen seiner komischen Haltung. Das ist aber kein Problem. Und ab dem 11. Durchgang, also so bei 1100 Schuss, haben sich dann die Fehlzünder gehäuft. Das war mit der V2-Munition und dann 12. und 13. Durchgang waren ebenfalls Fehlzünder und ab dem 13. Durchgang haben wir dann den Test, glaube ich, 13. oder 14. Durchgang war, das haben wir den Test dann abgebrochen, weil das zu viel wurde. Und wir haben insgesamt 1250 Schuss verschossen. Mit den 1800 Schuss, die wir schon davor aus dieser Waffe verschossen hatten, das ist ja die Waffe hier aus dem ersten Belastungstest mit den 1500 Schuss, haben wir dann insgesamt über 3000 Schuss verschossen, also so ungefähr 3050 Schuss hat diese Pistole jetzt hinter sich. Er hat nochmal an zwei Silvester 300 Schuss verschossen, sodass sie jetzt vor dem Test 1800 Schuss durch hatte. Und mit dem Test jetzt hier, mit dem neuen Torture-Test, wie gesagt, das war wirklich eine Tortur für die Waffe, hat sie jetzt ungefähr 3050, also gut 3000 Schuss hinter sich. Und ich werde euch jetzt nochmal eben die Waffe auch vergleichen mit einer, die ungefähr nur 150 Schuss verschossen hat, um mal zu gucken, was da wirklich für Abnutzungen entstanden sind. Wir hatten am Anfang auch gedacht, das würde am Schlagbolzen liegen, dass dieser eben kaputt ist, dass dadurch die Fehlzündungen entstanden sind, aber das war eine falsche Annahme, eine falsche Vermutung. Der Schlagbolzen funktioniert noch einwandfrei, wie man sehen kann. Ja, Feder ist noch in Ordnung, richtig straff noch. Der Schlagbolzen kommt auch noch genauso weit raus wie bei dem neuen Verschluss, daran lag es also nicht. Und wir haben dann die Waffe nach dem 13. oder 14. Durchgang nochmal genauer inspiziert. Und uns ist dann aufgefallen, dass sich hier natürlich, ich glaube ab dem 6., also ab 600 Schuss hat man gesehen, dass sich hier ein leichter Huckel gebildet hat. Das kann man jetzt hier sehr gut erkennen. Also das Material hat sich hier gestaucht. Ich habe erst gedacht, das würde sich durch die Hitze aufblähen, aber ich glaube, das ist eine Stauchung hier. Denn das innere Stahlrohr, wie man jetzt hier sehen kann, das hat sich um ungefähr 1 mm nach hinten verschoben oder nach vorne verschoben. Das kann man hier, denke ich mal, gut sehen. Da ist eine richtige Lücke. Das ist bei dem neuen Modell nicht so. Da schließt dieses Rohr bündig mit dieser Zink-Zuführrampe ab. Naja, auf jeden Fall hat sich das Stahlrohr nach vorne verzogen. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob das an der Abkühlung lag. Also wir haben die Waffe ja abgeschreckt, heiß geschossen, abgeschreckt, heiß geschossen. Dass das wegen der Abschreckung kam oder auch, ob das in Verbindung mit dem Druck der Kartuschen zusammenhängt und dass die Kartuschen ja immer durch den Verschluss hier reingeknallt sind und dann durch den Schlagbolzen auch nochmal nach vorne gehämmert worden sind. Ich denke mal, das sind alles Faktoren, die zusammenhängen. Wenn man das jetzt hier mal sieht, wenn man die Kartusche, das ist übrigens eine nicht abgeschossene Black Mamba, Kartusche. Also der Schlagbolzen hat das Zündhütchen gut erwischt, aber sie hat eben nicht gezündet. Also man sieht hier wirklich gut daran, wie fest der Schlagbolzen das Zündhütchen erwischen muss, um die Kartusche überhaupt zünden zu können. Also das haben wir dann am Ende gesehen, dass eben die Kartusche sehr weit in das Patronenlager reinragt. Und ich habe hier einen Messschieber, ich kann das euch jetzt genau nachmessen. Die Kartusche guckt ungefähr müsste, glaube ich, 1,43 mm sein.
1,44 mm. Und bei der neuen Waffe, bei der noch heilen Waffe, ist das, glaube ich, genau 1 mm mehr. Ja, 2,40. Das ist ungefähr 1 mm, die die Kartusche jetzt tiefer im Patronenlager sitzt. Und die Waffe haben wir jetzt auf jeden Fall Fratze geschossen. Das ist jetzt die erste Soraki, die wirklich kaputt geschossen worden ist. Ich kann das hier nochmal sehen. Also die ist definitiv tiefer im Patronenlager. Es gibt im Patronenlager eine Verjüngung. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann. Die befindet sich vor der Laufsperre. Und an dieser Verjüngung wird die Kartusche eben im Patronenlager gehalten, in Position gehalten. Und das Rohr, was da drin ist, das hat sich halt nach vorne geschoben. Dann ist mir noch was anderes aufgefallen. Ich denke mal, dass das auch durch das Abschrecken gekommen ist und nicht nur allein durch die Hitze. Und zwar hat sich hier vorne an der Verankerung am Lauf ein Riss gebildet, der sich komplett unten einmal durchzieht. Das ist auf der anderen Seite, das ist also von hier bis einmal unten komplett durch. Der Riss wird nicht größer, wenn ich am Lauf drücke, also das ist noch relativ stabil, aber der Riss ist eben vorhanden hier unten unter dem Lauf. Ich denke mal, dass man das hier sehr gut erkennen kann. Da ist auf jeden Fall ein Riss. Das ist diese Stelle hier, wo sich dieser Riss gebildet hat, an dieser Kante hier. Also von hier, das geht einmal hier durch, zick, bis zur anderen Seite. Das betrifft aber eben nur die Zinkaußenhülle, nicht das Stahlrohr. Also das wäre jetzt nicht das größte Problem. Das größte Problem ist eben, dass sich dieses Stahlinnenrohr nach vorne verschoben hat. Und das ist, denke ich mal, auch hier durch die Stauchung, also das ist die Stauchung, die dadurch entstanden ist. Und durch das Abschrecken und Abkühlen. Das sind ja auch zwei unterschiedliche Materialien. Innen der Stahllauf, außen der Zink-Außenlauf. Die dehnen sich natürlich unterschiedlich aus. Das sind zwei unterschiedliche Dehnungskoeffizienten oder was weiß ich. Und dadurch hat sich dann natürlich auch der Riss durch das Abschrecken, denke ich mal, ist der dadurch entstanden. Also das Material dehnt sich, zieht sich dann wieder zusammen, wenn es abgekühlt wird. Und das ist so, wir haben das ja richtig abgeschreckt. Wir haben das Material ja nicht mit Luft gekühlt, sondern mit eben Eiswasser. Und es ist so, denke ich mal, so heftig, dann hat sich das so heftig wieder zusammengezogen, dass sich hier eben der Riss gebildet hat. Und das ist hier eine richtige Kante. Und das ist natürlich dann die Stelle, wo das dann als erstes reißt. Das Material will sich natürlich ausdehnen. Und wo kann sich das hier an dieser Kante ausdehnen? Ja, dann ist ja klar, dass dann hier der Riss entsteht. Also das ist hier eine Schwachstelle, sage ich mal, wenn man die Waffe abschreckt und eben diese Röhrchen, die hier drin sind. Ich weiß nicht genau, wie der Lauf aufgebaut ist. Aber das ist die einzige Schwachstelle, die wir herausgefunden haben. Die Waffe hat jetzt 3000 Schuss runter. Es gibt minimale Abnutzungen. Der Hammer, der sieht eigentlich noch genauso aus wie nach dem ersten Test. Ja, auch das Abzugsgestänge, das hat sich, obwohl das aus Zink besteht, hat sich nicht abgenutzt, wie man das sehen kann. Die Schlittenführung sieht noch absolut in Ordnung aus. Es gibt eine leichte Verformung des Ausstoßers, wie man das hier sehen kann, vorne. Wir haben aber nur mit Stahlhülsen geschossen, das muss man auch dazu sagen, das waren keine Messinghülsen. Das hat sich jetzt hier leicht verformt. Dafür ist die Zuführrampe aber noch in super, super in Schuss, obwohl wir eben nur Stahlhülsen verschossen haben. Das sieht noch absolut top aus, wenn man das mal vergleicht mit dem neuen Modell, ja. Da hat sich nichts getan. Und jetzt kann man auch sehen bei dem neuen Modell, der neue Ausstoßer, der hat hier eben eine viel größere Fläche und der wird sich nicht so schnell abnutzen wie der spitze alte Ausstoßer von dem alten Modell. Dann haben wir hier am Verschlussfang wirklich nur minimale Abnutzung, obwohl jetzt dieses Mal auch der Verschlussfang mehrmals betätigt worden ist. Im Vergleich mit dem neuen Modell ist das also wirklich nur minimal.
Ansonsten ist am Griffstück eben nichts. Weder am Hammer, ja, noch selber am Griffstück. Das ist hier ein bisschen geschmolzen. Das war aber schon nach dem ersten Test hier ein wenig geschmolzen, der Rahmen. Ansonsten, es gibt keine Risse im Polymergriffstück. Das sieht soweit noch alles super aus. Auch die Federn, die sind noch super in Schuss, richtig stramm. Die Sorakis haben auch alle eine vernünftige Hahnfeder, die sich hier hinten im Griffrücken befindet. Also eine richtig starke Feder, die sich nicht so schnell abnutzt. Auch die Magazine werden noch richtig schön satt im Griffstück befestigt. Ja, da wackelt nichts, da ist noch alles fest wie vorher. Das kann ich mal vergleichen mit dem neuen Modell. Das ist da genauso. Ja, sitzt das noch genauso fest drin. Ich kann eigentlich mal hier den Magazinfang zeigen, dass der sich auch nur, da ist auch minimal nur Abnutzung vorhanden. Das ist dieses kleine silberne Teil da drin, was sich jetzt bewegt. Da sind auch nur minimale Abnutzungen vorhanden. Also der hält auch locker mehrere tausend Schuss, bevor man das überhaupt wechseln muss. Ja. Auch an der an der Rückholfeder, die ist nur minimal gestaucht worden. Natürlich hat sich jetzt hier die Brünierung an der Federführung abgenutzt, aber das ist, denke ich mal, normal. Die ist auch durch das Wasser ein bisschen rostig geworden. Den Rost habe ich jetzt so gut wie möglich entfernt. Ich zeige euch das jetzt mal mit einer neuen Verschlussfeder, Rückholfeder. Also die hat sich um, weiß ich nicht, welche war das jetzt? Das war die alte. Links die alte und rechts eine neue. Also die hat sich um maximal 2 mm gestaucht. Ja, und die Waffe hat, wie gesagt, super funktioniert. 1000 Schuss ohne einen einzigen Klemmer, wenn man mal die Fehlbedienung und den einen Fehlzünder abzieht. Das ist Hammer. Also das ist auch wirklich ein Beweis dafür, wie zuverlässig die Sorakis sind. Auch die Munition, die wir geschossen haben, die war astrein, ein super großes Mündungsfeuer. Die Codex-Munition, die GSG-Munition, die Black Mamba-Munition und die V2-Munition, die haben richtigen Wumms gehabt. Wir hatten noch andere Munitionssorten dabei gehabt, die wir zum Beispiel die Skullfire, aber die haben wir eben nicht mehr schießen können, weil die Waffe über den Jordan ging. Die haben wir wirklich Fratze geschossen. Das ist jetzt die erste Waffe, die wir Fratze geschossen haben. Eigentlich sollte man die Federn nach 1000, 2000 Schuss auswechseln. Das muss man bei den Sorakis aber nicht machen. Das hat mich auch ein bisschen gewundert. Also bevor irgendwelche Einzelteile oder Kleinteile kaputt gegangen sind, hat die Waffe das halt wirklich super weggesteckt. Ja, das ist jetzt ein bisschen ausführlicher. Ich möchte euch das alles ausführlich zeigen. Am Verschluss hat sich wirklich wenig getan. Also durch die Stahleinlage hier am Stoßboden hat sich überhaupt nichts weiter abgenutzt. Der sieht noch immer aus, eigentlich wie neu. Auch die Ausziehkralle, die ist auch noch super in Schuss. Da muss auch noch nichts gewechselt werden. Auch hier, wo der Verschlussfang eingreift, die Kante, die ist auch noch super in Schuss. Da hat sich auch absolut nichts getan. Natürlich jetzt hier, wo der Stopperblock gegenknallt, da hat sich jetzt übermäßig die schwarze Schicht abgeschlagen, aber das ist auch noch absolut in Ordnung, wie ich finde. Es gibt keine Risse am Verschluss, nichts. Nach über 3000 Schuss, das muss eine andere Waffe erstmal mitmachen. Es gibt hier auch keine Verformung unten in den Öffnungen. Das sieht alles soweit super aus. Ich zeige euch jetzt eben nochmal, dass die Ausziehkralle noch funktioniert vernünftig. Muss aufpassen, die Kartusche ist noch nicht abgeschlagen. Ja. Also die Ausziehkralle zieht die Kartusche noch raus. Also das funktioniert noch alles einwandfrei. Da muss nichts getauscht werden. Also wie gesagt, Verschluss sieht noch super in Schuss aus. Da hat sich nichts getan, auch vorne nicht. Der Schlagbolzen ist ein bisschen geplättet worden, glaube ich. Das sieht zumindest so aus. Wenn man das mal vergleicht mit dem neuen Verschluss, der sieht so ein bisschen platter aus, aber das ist noch alles in Ordnung. Die Schlagbolzen, die kommen aber auch noch genauso weit raus in den beiden Verschlüssen. Also das ist auch noch alles super.
nach über 3000 Schuss. Ich denke mal, dass dieser Test jetzt hier bewiesen hat, dass die Waffe wirklich extreme Belastung aushält. Das war jetzt nur ein Fehler von uns, dass wir diese mit Wasser gekühlt haben. Ich versuche auf jeden Fall nochmal einen weiteren Test zu machen. Vielleicht nochmal mit 3000 Schuss, die Waffe dann aber mit Luft kühlen und nicht mit kaltem Wasser, ob das dann ein anderes Ergebnis gibt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein anderes Ergebnis gibt. Achso, die Magazine. Die haben auch alle überlebt. Das sind jetzt hier 4 Stück, die wir in dem Test verwendet haben. Und ein Magazin ist auf dem Boden sogar auf eine Magazinlippe gefallen, dieses hier. Aber das Magazin hat noch wunderbar funktioniert. Man kann jetzt hier auch sehen, dass sich die Magazine alle an den Kanten der Magazinlippen ein wenig verformt haben. Das ist aber normal. Und das ist hier ein nicht benutztes Magazin und da sind die Verformungen noch nicht vorhanden. Also die Magazine verformen sich an den Stellen auch hier, aber nur minimal. Also das passt alles. Die Magazine sind noch super in Schuss und ich kann nur sagen, dass die Sorakis super zuverlässig sind, super robust und ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, nochmal diesen Test zu wiederholen, aber nicht mit 1000 Schuss, auch nicht mit 2000 Schuss, sondern mindestens mit 3000 Schuss.